Jetzt kommen wir zur Entropie, unserer vorhin schon eingeführten, ganz besonders wichtigen Größe in der Thermodynamik. Und die Entropie ist ein Maß dafür, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein bestimmter Zustand angetroffen wird. Und zwar definieren wir die Entropie über die Wahrscheinlichkeit. Also wir haben hier die Wahrscheinlichkeit P, die wir eben ausgerechnet haben, dass ein bestimmter Makrozustand beobachtet wird. Ganz korrekt, und das werden wir später noch sehen, wäre es hier eigentlich nicht die Wahrscheinlichkeit hinzuschreiben, sondern die Anzahl der Mikrozustände für diesen Makrozustand. Aber das war genau die Größe, aus der wir die Wahrscheinlichkeit vorhin berechnet hatten. Und ich führe das als erstes mit dieser Wahrscheinlichkeit ein, weil man sich darunter besser was vorstellen kann als unter diesen vielen Mikrozuständen. Also die Wahrscheinlichkeit, diesen Zustand zu beobachten, davon der Logarithmus, weil wir diese sehr großen Zahlen hatten und weil wir diese extensive Größe letztlich haben möchten. Und dann wird es noch multipliziert mit der Boltzmann-Konstante. Und dann nennt man das die Entropie groß S. Wir können sofort aus der Definition schließen, je wahrscheinlicher ein Zustand beobachtet wird, umso größer ist seine Entropie. Und daraus folgt auch, dass Systeme sich immer von alleine zu einem Maximum der Entropie entwickeln, weil sie sich von alleine zu ihrem wahrscheinlichsten Zustand entwickeln. Das steht hier nochmal, ein System entwickelt sich zum wahrscheinlichsten Zustand und damit vergrößert sich die Entropie so lange, bis dieser wahrscheinlichste Zustand erreicht ist, was nicht ausschließt, dass es kleine Fluktuationen um diesen wahrscheinlichsten Zustand herum geben kann. Aber es entwickelt sich praktisch nie zu unwahrscheinlichen Zuständen und deshalb gibt es keine selbstständige Abnahme der Entropie in thermodynamischen Systemen. Also Entropie kann ansteigen, und zwar bei irreversiblen Vorgängen steigt Entropie an. Und bei reversiblen Zuständen bleibt die Entropie gleich, aber es gibt keine Vorgänge in abgeschlossenen Systemen, wo die Entropie abnimmt. Also das Einzige, was man machen kann, ist, wenn Sie Teilsystem haben, dann können Sie da die Entropie absenken, indem Sie in einem anderen Teilsystem die Entropie ansteigen lassen und damit im Gesamtsystem die Entropie entweder gleich bleibt oder sogar ansteigt. Also man kann Entropie sozusagen hin und her schaufeln von einem Teilsystem zu einem anderen, zum Beispiel durch Verrichten von Arbeit oder Einsatz von mechanischer Arbeit. Das haben wir beim Carnot-Prozess gemacht, wenn wir aus dem kalten Wärmebad Wärme entnommen haben und in das heiße Wärmebad reingesteckt haben, dann haben wir Entropie von dem kalten Wärmebad entnommen und in das heiße Wärmebad hochgepumpt. Oder auch bei dem bei der Wärmekraftmaschine wandert Entropie von dem heißen Reservoir zu dem kalten Reservoir. Das ist dann auch ein Ausdruck dafür, dass wir dieses kalte Reservoir brauchen, weil wenn wir Wärme aus dem heißen Reservoir entnehmen, entnehmen wir auch Entropie aus dem heißen Reservoir. Und die können wir nicht einfach vernichten oder vergessen, weil diese selbstständige Abnahme der Entropie eben unmöglich ist. Und in mechanischer Arbeit steckt keine Entropie drin. Mechanische Arbeit ist immer diese Bewegung von ganzen Körpern, Schwerpunktsbewegungen, also ein Freiheitsgrad hat der Körper, der sich bewegt. Und da gibt es immer nur einen Mikrozustand sozusagen, wie diese mechanischen Vorgänge ablaufen können. Da steckt alles in einem, die gesamte Energie in einem Freiheitsgrad, sozusagen in einem Mikrozustand. Und da haben wir hier dann den Logarithmus von 1, von diesem einen Mikrozustand, der 0 ist. Und deshalb ist die Entropie in dieser mechanischen Energie, in dem Delta W, immer gleich 0. Wenn Sie Delta Q, wo tatsächlich Entropie drin steckt, werden wir gleich sehen über die klassische Definition der Entropie, wenn Sie Delta Q nehmen und das in Delta W umwandeln, dann hätten Sie die Entropie verringert. Und deshalb geht das nicht. Deshalb muss man einen Teilprozess haben, bei dem die Entropie transportiert wird und erhalten bleibt. Und dann können Sie etwas mechanische Arbeit abzweigen.
Das ist diese Erklärung des Carnot'schen Prozesses mit der Entropie. Aber da ist es sicher hilfreich, wenn wir vorher noch die klassische Definition der Entropie einführen und es dann nochmal wiederholen. Ich will Ihnen jetzt auf der Folie zeigen, dass mit dieser Definition die Entropie tatsächlich diese extensiven Eigenschaften hat, das heißt, sich als mengenartige Größe verhält. Ich habe ja eben in der Argumentation schon sozusagen von Entropiemengen gesprochen. Das war ja erstmal überhaupt nicht klar, dass man das darf, weil Wahrscheinlichkeit ist ja erstmal nichts, was mengenartig ist. Und es gilt, die Gesamtentropie von zwei Teilsystemen ist S1 plus S2, jeweils die Entropien dieser Teilsysteme. Das können wir aber über eine Wahrscheinlichkeitsschlussfolgerung hier in einer Zeile beweisen, sozusagen. Wenn wir Wahrscheinlichkeiten von Teilsystemen anschauen, ein Gesamtsystem in einem Zustand zu beobachten, der mit der Wahrscheinlichkeit P1 für das Teilsystem 1 auftaucht und mit der Wahrscheinlichkeit P2 für das Teilsystem 2 auftritt, ist P1 mal P2. Das heißt, es gibt meinetwegen 1000 Möglichkeiten, in denen das System 1 sein kann. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, es in einem bestimmten Zustand zu beobachten, 1 durch 1000. Und dann gibt es für das zweite System nochmal vielleicht 2000 Möglichkeiten. Dann ist dessen Wahrscheinlichkeit 1 durch 2000. Und nun das erste System in einem bestimmten Zustand zu finden, ein Tausendstel, und gleichzeitig das zweite System in dem anderen Zustand zu finden, ist dann ein Tausendstel mal ein Zweitausendstel. Ich glaube, diesen Zusammenhang haben Sie in der Schule, in der Stochastik tatsächlich auch gelernt gehabt. Sie können sich es auch beim Würfeln überlegen. Mit dem einen Würfel eine 6 zu würfeln, ist ein Sechstel. Mit dem zweiten Würfel mit gleichzeitig auch eine 6 zu würfeln, ist auch, also erstmal mit dem zweiten Würfel eine 6 zu würfeln, ist auch ein Sechstel. Und zwei Sechsen gleichzeitig zu würfeln, also dass das Teilsystem Würfel 1 in dem Zustand der 6 ist und das Teilsystem 2 im Zustand der 6 ist, ist jeweils ein Sechstel. Und die zwei Sechsen gleichzeitig zu haben, ist eben 1 durch 36, also ein Sechstel mal ein Sechstel. So kann man sich es, glaube ich, gut überlegen. Also dass die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass zwei Dinge gleichzeitig auftauchen, ist immer das Produkt dieser Wahrscheinlichkeiten. So, und jetzt haben wir aber hier die Entropie ja als Logarithmus der Wahrscheinlichkeit definiert. Also haben wir hier K-Boltzmann mal ln von p. Und das können wir jetzt schreiben als K-Boltzmann mal ln von p1 mal p2. Und dann die Rechenregel des Logarithmus anwenden. Das ist dann ln von p1 plus ln von p2. Also vielleicht auch hier nochmal dazu geschrieben, ln von P1 mal P2, Klammern, ist gleich ln von P1 plus ln von P2. Also, es hilft uns eben hier, die Wahrscheinlichkeit, die keine extensive Größe ist, hier umzuwandeln in etwas, was addiert wird und damit einen mengenartigen Charakter bekommt. Also ist die Gesamtentropie hier K-Boltzmann mal ln von der Gesamtwahrscheinlichkeit gleich K-Boltzmann mal ln von P1 plus K-Boltzmann mal ln von P2, also die Summe der Entropien von den Teilsystemen. Solche mengenartigen Größen nennt man eben extensive Variablen. Wir haben das beim Volumen, bei der Masse, bei der Energie zum Beispiel, das sind alles extensive Größen, kann man immer sagen, ein bestimmtes Teilsystem hat eine bestimmte Menge, Volumen, bestimmte Masse, bestimmte Delta U oder bestimmte Gesamt-U in diesem Teilsystem, und wenn ich zwei Systeme habe, dann kann man die immer addieren. Das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Es gibt auch viele physikalische Größen, die dann intensive Variablen sind, sozusagen das Gegenteil von mengenartigen Größen. Und das ist zum Beispiel Temperatur, Druck, Dichte und solche Größen, nicht? Also wenn Sie ein
System haben, was 10 Grad Celsius hat, ein Teilsystem, und das andere Teilsystem hat auch 10 Grad Celsius. Und sie betrachten jetzt gemeinsam, käme kein Mensch auf die Idee, dass das Gesamtsystem jetzt 20 Grad Celsius hat. Also da macht so eine Addition keinen Sinn. Auch wenn sie eine Dichte haben, also die Dichte der Luft von hier und die Dichte der Luft von diesem Teil, gibt nicht in der Summe irgendwie eine doppelte Dichte oder sowas. Höchstens, wenn ich die nehmen würde und dann gemeinsam in das gleiche Volumen reinquetschen würde. Also man kann sich auch irgendwelche Konstruktionen vorstellen, wo mit diesen Größen hier irgendwelche Additionen auftreten. Meistens ist es dann nicht die Größe selbst, sondern nur eine Änderung, Temperaturänderung. Also wenn ich zum Beispiel von 3 Grad nach 13 Grad geändert habe, dann sind das 10 Grad Temperaturänderungen. Wenn ich dann von 13 nach 23 ändere, sind es nochmal 10 Grad Temperaturänderungen. Dann kann man schon sagen, dass von 3 Grad nach 23 Grad ich insgesamt um 20 Grad die Temperatur geändert habe. Also es ist nicht so, dass mit Temperatur nie Additionen auftreten, aber die absoluten Temperaturen, die würde man nie addieren. Also 273 Kelvin plus 373 Kelvin zu addieren, da kommt normalerweise nichts Gescheites raus. Genauso bei der Dichte, wenn Sie irgendwie eine Masse zugeführt haben, gibt es irgendwie eine dichte Erhöhung. Wenn Sie nochmal Masse zuführen, dann gibt es nochmal eine dichte Erhöhung, dann kann man vielleicht auch eine gesamtdichte Erhöhung wieder über eine Addition ausrechnen. Aber das sind immer Deltas dieser Größen, die Sie betrachten.